fliegender Start. Ja? Chefin. Hallo? Semir, Ben, habt ihr was über den Verdächtigen? Wir haben ihn zur Rede gestellt. Als Raser im Zusammenhang mit dem tödlichen Unfall gestern kommt er leider nicht in Frage. Er hat ein wasserdichtes Alibi, das wir schon überprüft haben. Zu dem Zeitpunkt hat er eine ambulante OP. Es muss sein Wagen gewesen sein, aber er saß nicht am Steuer. Während seiner OP war der Wagen in der Werkstatt und da werden wir uns jetzt mal erkundigen, ob jemand eine rasante Testfahrt gemacht hat. Warum hat er mich denn an der Wohnung beobachtet? Ja, warum? Er war angeblich dort, weil ihm jemand privat eine Digitalkamera verkaufen wollte. Ah. Chefin, er hat sie dann ins Haus gehen sehen und gewartet, ob sie kurz darauf wieder rauskommen. Dann hat er tatsächlich auf mich gewartet. Naja, er meinte, dass er sie ziemlich sexy fand, war neugierig und ist ihm deshalb auch gefolgt. Es wurde ihm zu heiß, als sie ihren Wagen dann am Polizeirevier abgestellt haben. Schließlich hat er auch gedacht, wir würden ihn verfolgen, weil er sie verfolgt hat und sie die Polizei informiert hätten. Naja, Chefin, nix für uns. War ja auch so. Ich finde sie auch verdammt sexy, aber für mich klingt die Geschichte schon ein bisschen holprig. Ben, danke für das Kompliment. Aber ich gebe Ihnen recht, dass die Geschichte seltsam klingt. Mal sehen, ob uns die Visite bei der Werkstatt weiterbringt. Finde ich auch. Das sollte mal blinken zukünftig. Ist mir gerade so aufgefallen. So. Spurwechselblinker. Also dann bin ich hier permanent beschäftigt mit irgendwas. Blink, blink, blink. Ah. Ja gut, das würde mich zu sehr ablenken, an roten Ampeln auch noch anzuhalten hier. Vor allen Dingen da oben, ich habe nur 2 Minuten 25, um ans Ziel zu kommen. Die Stadt kommt mir aber ein bisschen bekannt vor, als wenn die in dem letzten Spiel auch schon mal verwendet wurde. Ups. Ja, ich mag keine Bierwerbung. Oh, wir sind am Ziel. Rotto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 t. X. Guten Tag. Kennt man Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, das hoffen wir. Wir sind von der Autobahnpolizei. Gestern war bei Ihnen dieser Wagen in Reparatur, richtig? Ja, ich erinnere mich. Hat jemand nach der Reparatur eine Testfahrt gemacht? Selbstverständlich. Gehört ja zum Service. Wir würden gern wissen, wer die Testfahrt gemacht hat. Unser PS-Desperado hat an dem Wagen geschraubt und ist gefahren. Mhm. Können wir mit ihm sprechen? Tut mir leid, er ist nicht da. Hat den Rest der Woche Urlaub. Dann geben Sie uns bitte seinen Namen und Anschrift. Ach und wo könnten wir ihn denn sonst finden? Eigentlich überall da, wo Motoren um die Wette heulen. Danke. Okay. Fallen ja überall die Sachen auf. Zum Beispiel, die Werkstatt heißt nicht ATU, sondern ALT. Ist aber ähnlich aufgebaut, auch vom Design her. Oder dieses Plakat, was war das? Zombie Cops from Outer Space. Ja, sind schon einige lustige Sachen dabei, im Hintergrund zu sehen. Aber, wie wir sehen, Ziel erreicht, Sachschaden haben wir unter 80.000 verursacht. Dass das Spiel uns quasi disqualifiziert, wenn wir zu viel Schaden anrichten. Hallo, das ist Alarm für Cobra 11. Wir sind verpflichtet, Schaden anzurichten. Bei der Verfolgungsjagd eben zum Beispiel ist ein LKW in Flammen aufgegangen und ein Auto explodiert. Die standen halt im Weg. Kann ich ja nichts für. Gut, wie dem auch sei, wir gucken einfach mal, wie es weitergeht. Denn ich will jetzt endlich wissen, was dieser Raser mit dem Auto gemacht hat. Oh. Status-Update. Fall abgeschlossen. Nee, wie? Schon abgeschlossen. Ich wollte wissen, wie es weitergeht. Fall freigespielt. Autobahn. Auf der Suche nach Antworten. Fahrzeug freigespielt. Sonstige. Prio Sport. Strecke freigespielt. Autobahn. Ein Stück Autobahn. Stadt. Nord-Süd-Tangente. Standort freigespielt. Autobahn. Polizeirevier. Autobahn. Sprit-Raceway. Okay, gut. Fahndungsliste. Der Ire. Patrick. Heißt der wirklich der Ire mit Nachnamen? Patrick der Ire? Rang 3 Sterne, gesucht 402. Solange nicht 420 gesucht wird, ja, würde ich sagen, weiter. Oh, Standorte. Ja, Polizeirevier. Dienstwagen. Ach ja, jetzt können wir uns ja aussuchen, was wir nehmen. Ben Polizei, Ben Coupé, Semir Polizei. Was ist eigentlich der Unterschied? Hm. Ich glaube, da gibt's. Doch, ist ein anderes. Nehmen wir den. Minijobs, Gefangenentransport, 0 Mitglieder in U-Haft, Meisterschaft, weiter. Okay, gut, was auch immer. Den nächsten spielbaren Fall findest du an einem Standort. Ein Blick auf die Straßenkarte hilft dir. Okay. Gut, M? Ja. Vor allen Dingen, ich brauche gar nicht die Maus benutzen, weil die Maus funktioniert, glaube ich, gar nicht in dem Spiel, oder? Oder kann ich mich umgucken? Okay. Vor allen Dingen dieses Fadenkreuz hier.
da gibt's was zu entdecken, oder? Ja, Standortwechselpunkt. Moment, Infos wechseln, Ziel bestimmen, Leertaste. So. So, ich guck grad mal. Ben, wo heulen die Motoren um die Wette? Oh, same hier. Mensch, das kommt davon, wenn man jahrelang einen unmotorisierten Kinderwagen schiebt. Wir fahren zur Rennstrecke. Ja, gut, dass er mir den Tipp gibt, wo wir hinfahren, sonst hätte ich das nicht gewusst. So, halten wir uns mal an die Verkehrsregeln. Gut, okay, Geschwindigkeit eher so 100, 180 auf der Landstraße. Na gut, 150. Halt! Guten Tag, die Herren. Ihr könnt hier nicht stehen bleiben. Hier treffen gleich ein paar Motorhomes ein. Die brauchen Platz. Wir haben nur eine kurze Frage. Wir suchen einen Patrick Bohmann. Oh, den vermissen wir auch. War er schon länger nicht mehr hier? Gestern erst. Hat sich noch kurzfristig zum Clubrennen angemeldet. Sollte längst hier sein. Start ist in wenigen Minuten. Dann warten wir noch ein paar Minuten. Vielleicht taucht er ja auf. Da habe ich eine bessere Idee. Ihr habt den passenden Wagen, um das Rennen mitzufahren. Zeigt mal, was ihr drauf habt. Mit? Ja, okay. Bevor wir uns die Reifen platt warten. Ist ja auch überhaupt nicht auffällig, dass ein Polizeiwagen da steht. Ja gut, einen Satz annehmen, würde ich sagen. So, wir fahren ein Rennen. 3, 2, 1. Ach ja, bei diesen Rennen hat man ja kein Turbo. Oder habe ich mit dem Wagen hier kein Turbo? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall erinnere ich mich daran. Boah, hätte ich doch bloß einen Wagen mit dem Turbo genommen. Alter. Welchen Platz muss ich belegen? Den letzten? Okay, ich mach mal die Sirene aus. Boah, das, was ich bei dem Spiel hier absolut nicht mag, sind die Autorennen. Da habe ich noch nie gewonnen. Zurück zur Strecke? Bin auf der Strecke. Also jetzt werden wir auf keinen Fall gewinnen. Die sind ja alle meilenweit weg. Kürzen wir mal ab. Bin auf der Strecke. Hallo? Och, Menno. Hat er uns gesagt, welchen Platz wir belegen müssen? Also mit der Karre hier auf jeden Fall nicht. Die hat ja nicht mal ein Turbo. So. Also wenn es etwas gibt, wo ich bei diesem Spiel hier absolut schlecht bin, dann sind es diese Autorennen. Vor allen Dingen kenne ich noch nicht mal die Rennstrecke hier. Ja, Sechster. Ach, das ist jetzt die zweite Runde. Okay. Immerhin, nur noch Fünfter. Also hier könnte ich Rubberbanding gebrauchen bei diesem Rennen. Das Ding färbt sich ja, je nachdem in welcher Konstellation. Jetzt juckt mir die Nase. Boah. Der ist ja uneinholbar, der andere. Das ist alles nicht so lustig. Da bremsen sie. Oh, wenn ich mich nur nicht drehen würde beim Bremsen.
Okay, also theoretisch hätte ich eine Chance gehabt, wenn ich hier nicht so einen Mist gebaut hätte. Ah. Komm. Alter, lass mir den vierten Platz. Ja. Innen durch. Okay, zweiter. Gas geben, Gas geben, Gas geben. Gib Gas, gib Gas. Ja. Yes. Erster. Woo. Yes. Die haben wir abgezogen, die Penner. Obwohl, ich glaube, das Spiel hat gecheatet. Die haben zum Schluss sind die schlechter gefahren, habe ich den Eindruck. Na gut. Wie dem auch sei, ich guck mal, wie es weitergeht. So, wir haben ein paar Sachen freigeschaltet. Autobahn, Motorsportmeisterschaft, Stadt, Antworten auf alle Fragen. Oh, das ist immer gut, auf alle Fragen die Antworten zu kennen. Fahrzeuge freigespielt, Kompakt und Abrevia. Strecke freigespielt, Sprit Raceway, SR, SR und, ah ja, gespiegelt und rückwärts. Und Standort Citywache. Der Ire, Patrick, ja, weiß ich. So. Wobei, die haben alle ähnliche, aber nehmen wir mal das Coupé. Ja. Würde ich mal sagen. Du bist momentan im falschen Einsatzgebiet. Hier passiert erstmal nichts. Um weitere Missionen auszulösen und im Spiel voranzukommen, wechsle in das andere Einsatzgebiet. Fahre entweder an einen der Wechselpunkte an oder wähle im Menü einen entsprechenden Standort. Okay. Meisterschaft? Gefangenentransport? Okay. Muss ich jetzt zum Raceway wieder zurück, oder was? Da waren wir doch eben schon. Was sagt denn die Karte? ich habe ja gar keine Maus. Dahin, oder? Toll. Hätte ich mal den anderen ausgewählt. Das war ein bisschen doof von mir jetzt. Da hinten beim Raceway geht's weiter, oder? Das war ich nicht. Da ist mein Punkt. Okay. Und nu? Ach ja, Maus gibt's ja nicht. Kamera dreh ich tatsächlich. Also wer auch immer das Spiel portiert hat, hätte ruhig mal eine Maus benutzen können. Hä? Stopp. Ja. Ja, im falschen Einsatzgebiet. Einen der Wechselpunkte an oder Menü einen Standort. Okay. Straßenkarte? Ist hier kein Wechselpunkt? Doch, hier ist doch ein Wechselpunkt. Ich sehe jetzt zumindest nirgendwo was anderes. Hier ist ein Wechselpunkt. Und was mache ich dann? Ups, jetzt habe ich Turbo ausgelöst. Hä? Verstehe ich gerade nicht. Das ist doch ein Wechselpunkt hier. Und wenn ich Enter drücke, falsches Einsatzgebiet. Hä? Hä? Oder muss ich zur Wache fahren? Gibt's hier verschiedene Karten? Fahren wir mal zur Wache zurück. Also, im letzten Spiel war das immer noch so, dass man im Endeffekt eine komplette Karte befahren konnte. Und da gab es jetzt sowas nicht wie, fahr bitte in ein anderes Gebiet. Oder? Falschen Stand. Wechselpunkte. Hallo? Streife beenden. Ja. Streife fahren? Raceway. Okay. Funktioniert das so jetzt? Hä?
Wie kann ich denn in ein anderes Einsatzgebiet wechseln? Spiel! Helf mir mal, Spiel! Da oben ist ein Ausrufezeichen. Straßenkarte. Aber hier gibt's nur das. Wie kann ich denn das Einsatzgebiet wechseln? Hä? Moment, gibt's da irgendeine Straßenkarte? Fortsetzen, Option, Grafik, Streife beenden? Ja. Gebietskarten. Oh, es gibt tatsächlich zwei Gebietskarten. Aha, Polizeirevier, Standorte freigespielt, Standorte. Ich bin jetzt auf dem rechten da, aber ich muss aufs linke? Rechts, links, so, verkehrt rum. Hä? Reife fahren, Polizeirevier. Ah! Da kann man scrollen.